Oh, ich hätte nicht erwartet, ein paar Menschen hier zu treffen. Was hast du denn erwartet, Vampire? Also eigentlich niemanden. Ich bin hier, um einen Schlussstrich zu setzen. Verdammt, Vampire haben diesen Krieg so gut wie gewonnen. Und das heißt, bald werde auch ich entweder verwandelt oder zerstückelt. Nun planst du den Selbstmord aus Angst vor dem Tod? Ja, so ist es. Mein Leben noch länger zu leben, würde nur bedeuten, jede Sekunde voller Angst auf den Tod zu warten. Jede Sekunde zu leben ist eine Sekunde am Leben zu sein. Man wirft sein Leben nicht einfach fort. Hast du keine Familie? Gehüllt von diesem verdammten Krieg. Allesamt. Ich bin der einzige noch Überlebende meiner Familie. Nun, dann kann ich deinen Wunsch durchaus nachvollziehen. Auch wenn ich noch bessere Verwendungszwecke für dich wüsste. Was redest du da? Ich habe ja keinen Zweck mehr. Ich werde jetzt springen. Geht beiseite. Ehrlich gesagt, ich bin der Meinung, jeder, der sich das Leben nehmen möchte, egal aus Kurzschlusshandlung oder sonst, lasst sie machen, lasst sie einfach mit den Konsequenzen leben. Leck mich. Jetzt finde ich endlich Frieden. Hätte ihn aufhalten sollen. Ach, der ist doch gar nicht tot. Ich schwimmte erstmal noch ein klein wenig im Eiswasser. Du bist unfassbar widerlich, Aska. Ich gebe dir Bescheid, wenn ich deine Meinung irgendwann interessieren sollte, Lehn. Es ist endlich Zeit, dass wir das Buch finden. Okay, das würde ich gern laden. Das will ich jetzt wissen. Ja, die habe ich schon besiegt hier. Hä? Einfach draufhauen. Wie konntest du das Vieh Oh, bitte keine Blutung. Ja, das macht jetzt mehr Schaden als alles andere. Dann bin ich offenbar ein Unmensch, wenn ich diese Meinung vertrete. Aber ihr müsst es mir nachsehen. Ich habe ja eben schon so viele Leute mitgekriegt, die sich umbringen wollten und dann bei uns im Krankenhaus aufgeschlagen sind. Und ich habe mir immer gedacht, ey, die ist jetzt schon zum 7. Mal da. Lasst sie doch einfach mal mit ihrem Problem da. Aber es ist doch ganz gut, wenn man dann mal alles mitkriegt, so was man so machen kann. Okay, machen wir was Gutes. Wieso ist es denn unmenschlich, wenn man ihm seine eigene Wahl lässt? Ist es nicht eigentlich unmenschlich, wenn er dieses Leben nicht erträgt und dann ihn weitermachen lassen kann? Und weitermachen lässt mit dem Leben, mit dem er unglücklich ist? Festhalten. Menschlichkeit gestiegen. Nein, für dich ist nicht die Zeit gekommen, um den Tod im eiskalten Wasser zu finden. Was? Nein, ich. Du bist noch ein Sinn in dieser Welt. Selbst wenn Vampire irgendwann diesen Krieg gewinnen, ist dieses Leben es wert, jede Minute davon auszukosten. Ich weiß nicht. Geh in eine Stadt und versuche dort mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen. Irgendjemand wird deine Sorgen verstehen und teilen. Na schön, ich versuche es. Gut. Genau jetzt ist die Zeit, das Leben mit aller Kraft zu leben. Das werde ich. Danke. Es ist wirklich Zeit, eine neue Bestimmung zu finden. Verwandeln wir ihn. Noch eine Bandkralle. Oh, das ist ja noch einer. Nicht viel, aber es ist Erfahrung. Elaine macht mehr Schaden als du, Aska. Okay, gehen wir ins nächste. Mir ist gerade eingefallen, dass ich was unten habe stehen lassen.
Das sollte ich vielleicht noch holen, aber egal. Okay, das war ein bisschen zu schwach. Jetzt will ich doch noch was anderes machen. Wo bin ich denn hier? Ja. Oh. Giftwurm. Okay, ihr labert die. Oh Gott, machen die Schaden. Wirklich unser Level? Da wird jetzt die so schwach aussehen, sie ganz schön übel. Okay, heilen Sie mal ein bisschen. Jetzt sind die eklig. Gut. Starke Seele. Ah, 37 aufgeschlagen. Wiesen Discool. Okay. Oh, das war gut. Also der Klingelkopf könnte gleich beide erwischen. Ah, Pech gehabt. Viel Geld? Ja, ich will es wie Feuer. Starke Gegner. Erstmal den. Der ist schneller kaputt zu kriegen als dieser eklige Wurm. Ich glaube, dieses MDF zeigt eigentlich, dass da was fehlt. Ich glaube, da fehlt irgendeine Anzeige für diesen Bann. Ich glaube, deswegen steht das MDF und wird auch nicht aufgelistet. Das haben sie anscheinend vergessen.
Sollte reichen. Ich weiß gar nicht, sind wir schon ein höheres Level mittlerweile? Irgendwas sagt mir, dass das ja eigentlich noch zu hoch für uns ist. Also nicht zu hoch, aber dass es schon richtig hoch ist hier. Vielleicht so um Level 90, könnte ich mir vorstellen. Das ist äußerst effizient auf die. Und tschüss. Dann seid ihr wohl die letzten. Ich weiß schon, wenn ich das Antritt dann angehe, da werde ich jetzt denken, oh, da rasiere ich ja durch wie noch was. Wenn zwei auf den gleichen gehen, ist das echt immer ein Problem. Das müsste der erste sein. Einmal geht noch. Nur 500 Schaden, das ist echt ein Witz. Ach Mist, da hätte ich einen Klingen machen können. Egal. Geht doch so. Okay, wir sind fast Level. Oh, wir haben Walnuss schon Level 90, aber wir werden nur trotzdem keine Level 90er Waffe kriegen, sondern 89er. 85er. Den hat man zwar schon, aber. Ausweichen ist auch gut. Eigentlich müsste ich bei dem Vampir da was anderes verwenden, aber egal. Wie war das in die Richtung? 200 Felder, das ist ein ordentliches Stück. Das ist es nicht, aber es wird bestimmt auch nicht so schlimm sein. Werwolf. Okay, es ist ein schweres Gebiet. Oh, der hält ganz schön was aus. Der muss unglaublich viel Rüstung haben. Thank you.
Nächste Runde stirbst du. Okay, da geht's jetzt nicht höher. Oh, ein Seelenkristall. Ah. Wenigstens nur einer. Der war aber schlimm genug. Ah, wenigstens vergiftet. Egal, die holt sich gleich nach dem Kampf. Ja, das sind starke Seelen. Es sind noch zwei von diesen Viechern da. Greif mal Walner und den Krieger an. Der Krieger scheint es am besten wegzustecken tatsächlich. Der Krieger kann sich eigentlich echt glücklich schätzen, dass er so viel mit uns trainieren darf. Autschi. Einmal Wirbelwind. Und das war's für dich. Okay, dann haben wir das hier. Irgendwo in diese Richtung war es. So in etwa. Ich schätze mal hier oder hier unten. Hier unten anscheinend nicht. Hier haben wir schon alles abgearbeitet. Mein Sinn hat mich verlassen. Runter. Ah, war so weit unten. Ich war nah dran. Ja.
Mal sehen, was er so bei 10.000 Silberbarren sagt. Was sind das? Frosteule. Das sind wirklich Eulen? Irgendwas sagt mir, dass die recht schwach sind. Ja, das wird mich normalerweise ärgern, aber kein bisschen. Das sind wahrscheinlich auch nochmal schwache Gegner. Die scheint echt schwer zu treffen zu sein. Wirklich schwer zu treffen. Das sind normale Seelen, aber wir sind zu stark für die. Weißt halt nie, in was für ein Gebiet du reinkommst. Ich hätte es besser gefunden, wenn einfach mal oben angezeigt werden würde. Für welches Level diese Sachen sind. Ich schätze mal jetzt hier so in etwa 40. Und da sind wir deutlich drüber. Ich glaube, die heißen Asgard. Boah, ich treffe absolut nichts. Ich glaube, ich setze gleich mal Feuerzauber ein. Ich weiß was. Los, machen wir ein Apokalypse, mal sehen, was das so bringt. Ach so, das kennen wir ja schon. Wenn ich hier noch ewig rummache. Na, wir gehen die Essenzen aus. Perfekt. Oh ja, ein Schild. Im Grunde hat man aber durch diese roten Kissen tatsächlich immer wieder den Vorteil, dass du dich nach und nach ausrüstest. Klar, es kostet was, aber ich hier die ganze Zeit rummache. Toll, jetzt sind wir Level 90 aufgestiegen. Was bist du denn für einer? Ich guck mich dir gleich an. Schlimm kannst du nicht sein. Wie ungewöhnlich, eine ganze Gruppe an Vampiren zu treffen. Was macht ihr hier? Wie sind ihr zufällig hier? Aber was machst du hier? Hast du hier das Blut hinterlassen? Mein Bruders Levi liegt hier. Levi liegt hier begraben. Er war ein Mensch, den ich versucht habe, bestmöglich zu schützen. Mein Bruder Levi, achso. Darum Ende hat der Helle Kreuzzug ihn als Verräter verbrandmarkt, weil er mit ihm zusammen gesehen wurde. Es tut mir leid zu hören. Es ist geschehen und ich kann nichts mehr daran ändern. Und von wem stammt das Blut hier?
von Grabräuber und Taugenichts, die versucht haben, die Leiche meines Bruders zu plündern. Ihr versteht sicher, dass ich das nicht zulassen konnte. Ich hätte sie jedenfalls möglichst lange leiden lassen. Ja. Sie haben ihre Strafe bekommen. Bitte entschuldige mich, ich möchte nur ein wenig weiter allein trauern. Natürlich. Könnt ihr mich bitte etwas allein trauern lassen? Natürlich. Okay. Gehen wir mal zur Festung. Wenn ich jetzt nur noch wüsste, wo wir das letzte Gemälde finden. Fliegen, ach, Atronus findet raus. Ach, Atronus, okay, hoppla. Atronus. Ganz links. Dann fliegen wir mal nach ganz links. Ja, die Mine habe ich ja. So, mal schauen. Aber wo finde ich... Wo, Naratronus, muss ich? Okay, vielleicht kann der Priester mir was sagen. Betrachte ich... Nee, von dem werde ich nichts rauskriegen. Was war das? Okay. Mal schauen. Das hier sieht doch bewacht aus. Tür ist verschlossen. Was wollt ihr? Hast du irgendwas Verdächtiges gesehen? Ein neues Gesicht in der Stadt? Oder jemand, der generell verdächtig aussieht? Ihr meint so wie ihr? Der hat aber nicht ganz Unrecht. Nein, nicht wie wir, sondern jemand, der sich seltsam benimmt und hier herumschleicht. Also genau genommen benimmt ihr euch seltsam. Fragt mich nach irgendwelchen Verdächtigen. Das ist seltsam. Ich glaube nicht, dass uns weiterhilft, Asuka. Psst. Hey, ihr. Er spricht da. Kommt in die Kanalisation, dort findet ihr das Buch. Wer bist du? Und wo steckst du? Keine Antwort. Diese Person will, dass wir in die Kanalisation kommen. Wir kommen der Falle also näher. Aber die Person hat das Buch erwähnt. Von ihr steht also die Nachricht. Dann quetschen wir aus dem Wurm raus, was er über das Buch weiß. Halt eure Waffen bereit, wir gehen runter in die Kanalisation. Die Waffen bereithalten ist ein guter Hinweis. Was redest du da, Kerl? Schon gut, lass uns runter in die Kanalisation gehen. Ich hasse es jetzt schon. Wo ist die Kanalisation? Ach, jetzt komme ich plötzlich in die Kanalisation. Die Tür ist jetzt offen. Wir sollten aufpassen. Das ist also die Kanalisation. Das ist Level 65, das mache ich mir jetzt nicht große Sorgen. Wer auch immer sich hier unten versteckt, will uns sicher nichts Gutes. Völlig egal. Ich bin ohnehin nicht davon ausgegangen, dass uns jemand freiwillig helfen will. Aber es gibt Wege, jeden zum Reden zu bringen. Bevor du ein Schwert suchst, sollten wir zumindest versuchen, sinnvolle Informationen von denjenigen zu erhalten, der uns hierher gelockt hat. Sei nicht naiv, Walner. Falls diese Person uns helfen kann, das Buch zu finden, wird diese Information sicher ihren Preis haben. Und du willst mit einem tödlichen Schwertstreich bezahlen. Wenn es sein muss, wird es sein. Dann lasst uns mal schauen, wen oder was wir finden können. Wieso laufen wir Monster rum? Ist das nicht eine Kanalisation der ehemaligen Menschenstadt? Da hat uns jemand wohl einen Empfangskometer vorbereitet. Na los, auch diese Monster werden uns nicht aufhalten. Bin mir nicht sicher, wo es weitergeht.
Ah, ich mache einfach mal alles platt. Heilung und Konter. Konter funktioniert nicht bei mir. Schwach sind sie auf jeden Fall nicht. Aber warum treffe ich die so schlecht? Jetzt ist interessant. Sobald ich in diesem Zustand bin. Ach, das ist stark gesehen. Sobald ich in diesem Zustand bin, dass ich genug Rachepunkte für Skills habe, dann ist Schluss. Okay, hier sind starke Seelen. Naja, kann ich gebrauchen. Ich habe noch was. Ich brauche noch was zum Opfern. Die sind aber hässlich. Radus. Schwächlicher Radus. Obwohl der Feuerring ein bisschen nervt, aber ansonsten. Oh, ich dachte es wird Öl. Ja, der heilt sich mehr, als würde ich das machen. So, und das, und das war's eigentlich dann für dich. Gut.